So, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 6 Uhr in der Früh und ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Day in the Life Vlog. Ja, es ist jetzt ein Jahr her seit dem letzten Day in the Life. Das findet ihr irgendwo hier oben eingeblendet. Und ja, es ist viel passiert seitdem. Damals war es zu 10.000 Abonnenten. Jetzt ist es anlässlich zu 20.000 Abonnenten. Das ist schon ein bisschen her. Es sind seit den 20.000 Abonnenten auch ein paar neue Abonnenten schon hinzugekommen. Von dem her herzlich willkommen an euch alle. Und ja, es ist viel passiert. Also der letzte Day in the Life Vlog war wohl so ziemlich der langweiligste Day in the Life, den ihr jemals gesehen habt. Dennoch habe ich oft das Feedback bekommen, dass es sehr gut war tatsächlich und irgendwie auch motivierend und authentisch. Und vielleicht kriege ich es hin, das mit diesem zu wiederholen. Bei meinem letzten saß ich eigentlich nur in meinem Zimmerchen rum und habe gearbeitet. Damals eine Workshop-Reihe organisiert. Das war damals so im November 2019. Ja, was ist seitdem passiert? Im Januar habe ich zusammen mit dem Jonas gegründet. Dann waren wir am Anfang erstmal so für uns alleine, haben durchgearbeitet. Haben immer mehr durchgearbeitet, dann kamen die ersten Mitarbeiter. Inzwischen haben wir 8 Mitarbeiter, haben ein ziemlich großes Büro, wo ich nachher auch hinfahre und da durchzuarbeiten. Das hat sich auf jeden Fall getan. Ansonsten sind viele Sachen noch sehr gleich geblieben. Das heißt, ich stehe jetzt früh auf, werde mir gleich was zu trinken machen, werde dann unter die Dusche springen und mir dann mein Frühstück machen. Und dafür würde ich sagen, schalte ich euch dann wieder rein. So, es ist 6:35 Uhr inzwischen. Ich brauche immer ziemlich lange, liegt natürlich auch daran, weil ich so ein bisschen vorher noch was aufgenommen habe. Ich bin geduscht und ich bin ansonsten auch ready, also rasiert und die Haare stehen mir nicht mehr so zu Bergen. Ja, das ist ein bisschen nervig, ihr habt es vorhin gesehen. Eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, dass mir das morgens immer so viel Zeit kostet. Aber ihr wisst, der erste Eindruck ist wichtig. Ich kann ja nicht wie so ein Penner irgendwie ins Büro gehen und dann irgendwelche Instagram-Stories machen, so wie ich vorhin aussah. Von dem her muss das einfach sein. Und übrigens, ich habe mir gerade überlegt, wenn dieses Video 1000 Likes bekommt, was es wahrscheinlich eh nicht bekommt, dann mache ich ein Hair-Tutorial ganz offiziell auf YouTube. Ich hoffe mal, ich breche mir damit jetzt nicht mein eigenes Genick, aber es bekommt eh keine 10.000 Likes. Aber wenn ihr wollt, 1.000 Likes, aber wenn ihr wollt, drückt natürlich gerne den Like-Button. Ich gehe jetzt als nächstes in die Küche und mache mir mein Essen. Ich höre dabei immer ein Hörbuch. Also ich mache es immer so, ich tue einmal morgens kochen, eine riesengroße Portion, von der ich dann den ganzen Tag über zehren kann. Und ich tue jetzt auch noch gar nichts frühstücken hier bei mir, sondern ich nehme das immer mit ins Office, dass ich relativ früh schon ein bisschen Arbeit ge gemacht bekomme. Und dann tue ich so um 9:30, 10 etwa so die erste Mahlzeit essen. Von dem her zeige ich euch jetzt gleich mal, was ich mir in der Küche zu essen mache. So, die edle Mahlzeit sieht folgendermaßen aus. Ich mache es mir mal leicht. Ich nehme hier eine Fertig-Gemüsemischung. Die knall ich mir in eine Pfanne. Dann schneide ich hier dieses Hähnchen in Streifen, in dünne, brate das an. Während das hier, da muss man gar nichts machen, da rühre ich einfach nur rum. Hier benutze ich halt logischerweise noch ein bisschen Öl, brate das in der anderen Pfanne an. Während das macht, tue ich das hier schneiden, hier dazu, dann das, da dazu, dann Tomaten noch da dazu. Und währenddessen snacke ich ab und zu ein paar Blaubeeren, die ich davor natürlich noch wasche. Und wenn ich dann im Office bin, mache ich mir noch eine riesengroße Portion Reis und tue das so zwei, dreimal portionieren. Also das ist echt eine ziemlich große Pfanne, die man da hat. Ich kann es euch gleich auch mal zeigen, wenn es fertig ist. Ja, bin ich jetzt so eine 25 Minuten oder so mit beschäftigt. Aber dafür muss ich mich ums Essen über den Tag nicht mehr kümmern. So, ich spreche jetzt mal extra laut. Das hier ist dann auf jeden Fall die Mahlzeit, ne? Ihr seht, hier ist das Hähnchen und hier hinten ist dann das Gemüse. Ist auf jeden Fall echt schon eine ganz gute Portion hier. Und das Coole ist da so eine Currysoße mit drin, das heißt, dann wird nachher auch hier das Hähnchen und der Reis schön saftig. So, es ist kurz nach 7. Essen ist erledigt, man sieht es hier. Habe ich dann hier in so einer großen Tupperbox mit mir dabei. Machen wir dann, wie gesagt, gleich im Büro dazu einiges an Reis und werde das dann über den Tag verteilt verspeisen. Und jetzt geht's ins Office.
Ich bin heute ein bisschen früher dran als normal. Das liegt daran, weil ich mir eigentlich meinen Wecker, um ehrlich zu sein, auf 7 Uhr gestellt hatte. Allerdings einfach um 6 Uhr von alleine aufgewacht bin. Normalerweise, wie gesagt, peile ich so an, dass ich so gegen 8:45 im Office bin. Heute werde ich dann so kurz vor 8 da sein. Unser Office ist im nördlichen Teil von Frankfurt. Das heißt, ist ein bisschen von mir. Ich habe leider kein Auto. Na, im Gegensatz zu dem, was der ein oder andere ab und zu unter Werbeanzeigen von uns schreibt, fahre ich keinen Porsche Cayman S oder auch sonst nichts, sondern ich fahre Fahrrad und heute regnet es. Das heißt, es wird jetzt eine etwas unangenehme Fahrradfahrt. Normalerweise macht es tatsächlich Bock, weil ich mich immer selber challenge. Ich tue dann immer so die Zeit messen, die ich brauche. Brauche so inzwischen so, am Anfang habe ich irgendwie 25 Minuten gebraucht, inzwischen brauche ich so 17 Minuten. Scheiße, ist eigentlich ganz cool. Jetzt, wo es regnet, ist ein bisschen ungeil, aber auch das gehört dazu, wenn man sich dazu entscheidet, ja, lieber Mitarbeiter einzustellen, als sich einen Porsche Cayman S zu holen. Ich sag mal, früher oder später wird bei mir auch ein ordentliches Auto wahrscheinlich kommen. Jetzt nicht, weil ich damit flexen möchte, sondern einfach, dass ich jetzt nicht im nassen Regen durch die Gegend fahren muss, weil es natürlich auch so ein bisschen das Selbstwertgefühl nimmt, wenn man jahrelang irgendwie durcharbeitet, dann will man sich ab und zu auch was gönnen. Aber soweit ist es noch nicht. Von dem her fahre ich jetzt gleich mit dem Fahrrad ins Office und dann sehen wir uns da wieder. So, herzlich willkommen zum Headquarter der Pumpkin Careers GmbH. Genau, die Sonne geht gerade langsam auf. Na, man kann es hier unschwer erkennen. Das heißt, ihr kennt es wahrscheinlich auch gerade so in der aktuellen Zeit. Es ist dunkel, wenn man losgeht. Es ist dunkel, wenn man nach Hause kommt. Ich habe hier immerhin einen schönen Fensterplatz. Das heißt, das ist jetzt mein Workspace for the day. Ja. In der aktuellen Lage ist es natürlich nicht so, dass man hier viel zusammen machen kann. Ne? Jeder sitzt quasi alleine an seinem Platz. Ist natürlich ein bisschen nervig. Ab morgen haben wir dann ja nochmal schärfere Maßnahmen. Also heute ist Dienstag. Das heißt, da werden wir dann noch weniger Leute hierher kommen. Aber man kann ja auch ganz gut Homeoffice machen, von dem her passt das auch. Genau, und ich mache mir jetzt als erstes mal ein bisschen was zu essen. Das heißt, meinen Reis werde ich mir gleich machen und dann geht's los mit dem Arbeiten. So, es ist ja, 9:45 Uhr. Ich habe jetzt gut 1,5 Stunden gearbeitet. Ich habe vor allem Fragen von Leuten aus dem Coaching heute Morgen beantwortet. Lebensläufe ein paar durchgecheckt und gerade mir ein paar Gedanken gemacht zu ein paar YouTube-Videos, zu neuen, die ich dann im Laufe des Tages und morgen aufnehmen werde, damit das für die Weihnachtstage dann alles soweit ready ist. Und jetzt hier habe ich mir ein bisschen Reis gemacht. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne? Das ist übrigens kein besonderer Reis, sondern es ist einfach Basmati-Reis mit so ein paar schwarzen Reiskörner und noch so irgendeinem anderen Reis. Da tue ich so immer so ein paar Körner noch dazu und dann färbt es irgendwie ab, obwohl ich es gewaschen habe. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Ich tue dann immer noch so ein paar Gewürze in den Reiskocher. Und das haue ich mir jetzt rein. Und genau, dann arbeite ich weiter bis zum Mittagessen irgendwie in 2,5 Stunden. Bis dann. So, jetzt ist es 11:30 Uhr. Und ich nehme jetzt noch ein paar YouTube-Videos auf hier, diesmal vor dieser Wand, wo ich ein paar Sachen besser erklären kann. Und dann wird weitergearbeitet. Beziehungsweise das ist jetzt natürlich auch Arbeit, aber dann wird Mittag gegessen, dann wird wieder weitergearbeitet. So, jetzt ist es 16 Uhr. Gerade ist vor wenigen Minuten hier dieses neue Video auf YouTube live gekommen. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Das ist immer ganz, ganz interessant, das so die ersten Minuten mitzubekommen. Scheint aber ganz gut anzukommen. Gott sei Dank. Freut mich immer. Und ich habe mir davor tatsächlich nochmal meinen letzten Day the Live Vlog angeschaut. Also, falls du den noch nicht kennst, auf jeden Fall mal angucken. Und zwar war damals das Thumbnail ich mit einer Kaffeetasse. Und was jetzt wirklich cool ist, was jetzt neu ist,
Ich habe jetzt meine eigene Kaffeetasse. Das ist doch mal eine Errungenschaft, für die sich ein Jahr harte Arbeit wirklich gelohnt hat. Und damals habe ich noch mit Instant-Kaffee meinen Kaffee getrunken. Inzwischen haben wir eine eigene Kaffeemaschine. Und ich trinke ihn nicht mehr mit Butter. Damals habe ich Butter und Kokosnusscreme rein. Inzwischen habe ich meine Ernährung aber wieder umgestellt, weil ich eben nicht mehr diese Hardcore-Konzentration brauche, die du eben hast, wenn du sehr low carb unterwegs bist. Aber dafür zehrt das dann irgendwie langfristig an deinen Kräften. Ja, also zum Beispiel, wenn du in der Klausurenphase bist, da Hardcore Low Carb zu gehen, macht meiner Meinung nach Sinn. Allerdings ist es langfristig, habe ich jetzt für mich erkannt, nicht so ganz das Optimum. Das heißt, ich nehme wieder relativ viele Kohlenhydrate zu mir und dafür relativ wenig Fett. Das heißt, ich tue mir jetzt nicht mehr irgendwie Butter in meinen Kaffee. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das überhaupt noch schmecken wird. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch basierend auf meinem letzten Video sich ab sofort immer Butter in den Kaffee hat und davon abhängig ist. Ich habe eine Weile lang gar keinen Kaffee getrunken, wo wir neu ins neue Office umgezogen sind, weil wir keine Kaffeemaschine hatten. Und die ersten ein, zwei Wochen war ich voll auf Entzug. Also war ich echt die ganze Zeit total müde unterwegs, weil ich gar nicht mehr drauf klarkam. Bin teilweise sogar so in Rewe getigert, habe so versucht, Kaffee aufzutreiben, habe keinen Kaffee gefunden. Und dann habe ich einfach keinen Kaffee mehr gebraucht. Ich habe 6 Stunden geschlafen, 5 Stunden geschlafen, war super fit. Diesen Kaffee habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nur gemacht, weil ich den hier in dem Video erwähnen wollte, weil das ganz gut passt. Ich trinke Kaffee immer noch sehr, sehr gerne, allerdings wirklich nur noch so ein bis zweimal pro Woche. Und da bin ich auch auf jeden Fall sehr stolz drauf. Ansonsten, was steht heute gleich noch an? Nachher in einer Stunde habe ich ein Beratungsgespräch mit einem Kunden von uns, wo es nochmal darum geht, die nächsten Schritte noch genauer durchzuplanen. Danach mit dem Steuerberater telefonieren. Um 19 Uhr ist dann der Call für die Leute aus unserem Coaching, wo es dran geht, die Bewerbungsunterlagen durchzuprüfen, bevor die abgeschickt werden. Und danach geht es für mich nach Hause. Dann gibt es eine kleine Sport-Session und dann ist der Tag nach ja, 6 Uhr morgens bis irgendwie 23 Uhr abends auch vorbei. Das heißt, ich schaue mal wahrscheinlich kurz vor oder nach dem Live-Call heute Abend, schalte ich euch mal wieder ein. So, es ist 20:30 Uhr. Der Bewerbungsunterlagen-Call aus dem Coaching ist jetzt gerade vorbei. Ist auch immer richtig geil. Ich bin danach immer voll hyped, wenn mir das richtig viel Spaß macht, weil es auch mega cool ist, die Leute aus dem Coaching, die ich teilweise noch davor noch gar nicht kannte, dann auch mal kennenzulernen, die geilen Anschreiben zu lesen, da noch ein bisschen Feintuning zu machen. Und ja, jetzt mache ich dann auch Schluss, fahre dann jetzt mit dem Fahrrad wieder zurück zu mir, mache dann noch ein Ründchen Sport, esse dann zu Abend und dann, ja, geht es irgendwann ins Bett. Also wie gesagt, das war jetzt wieder wahrscheinlich ein super langweiliger Day in the Life, aber so ist es eben, ne? Kann man nichts machen. Insbesondere in der aktuellen Phase kann man natürlich noch weniger machen. Aber ja, jetzt habt ihr mal auf jeden Fall einen Einblick bekommen, was ich so den ganzen Tag mache. Übrigens, genau, stimmt, was ich jetzt auch noch ein bisschen mache, ist noch ein bisschen auf YouTube-Kommentare zu antworten, weil das heutige Video, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, ne, war jetzt da. Wenn dieses Video hier online kommt, ist es ja schon ein paar Tage online. Hat, glaube ich, so viele Kommentare bekommen, ne, dieses Video zu den BWL-Unis, wie ich noch nie gesehen hatte. Genau, da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen drauf antworten, auf den einen oder anderen Kommentar und auch ein paar lustige Kommentare wieder drunter. Und ja, dann bis später. So, es ist 10:30 Uhr. Ich bin jetzt fertig mit dem Sport. Hab tatsächlich gerade auch schon ein bisschen was gegessen. Ich habe mir noch ein paar Früchte gemacht und noch ein paar Reste tatsächlich von meinem Essen von tagsüber gehabt, weil es doch eine extrem große Portion war. Das heißt, ich habe mir noch ein paar Kartoffeln gemacht, das dazu und dann noch, wie gesagt, ein paar Früchte. Und jetzt geht es dann für mich ins Bett und dann in 7 Stunden klingelt wieder der Wecker für einen neuen Tag. Das heißt, das war Day in the Life ein Jahr später. Wie gesagt, wahrscheinlich wieder der langweiligste Day in the Life Vlog. Ein bisschen mehr passiert als beim letzten Mal. Aber eigentlich hat man auch nicht wirklich viel mehr gesehen. Ich hoffe mal, es hat euch dennoch wieder gefallen und lasst mich wissen, zu was für Themen
ihr in Zukunft sonst noch Videos haben wollt. Viele Grüße, euer David.